YouTube und herzlich willkommen zu eurem allfreitäglichen Donnerstags-Opening. Und heute öffnen wir ein Display in Zusammenarbeit mit Konami, nämlich das neue Hauptset Dimension Force, das in 2 Wochen hier bei uns auch in den lokalen Läden erhältlich sein wird und wo wir heute schon mal uns ein bisschen damit auseinandersetzen werden und gucken werden, was da alles so drin ist. Und für alle, die sich jetzt vielleicht wundern, hey, diese Woche kommt doch Ghosts from the Past, The Second Haunting raus. Ja, ich glaube, ihr seht Geister aus der Vergangenheit. Falls ihr das Video zu dem entsprechenden Setup checken wollt, das werde ich euch hier oben links nochmal verlinken. Das haben wir bereits vor 2 Wochen auch in Zusammenarbeit mit Konami aufgemacht. Legen wir los und schauen wir mal rein, was da so alles an neuen Karten mit drin ist. So, da haben wir das gute Stück. Und ja, wir schauen mal, ob vielleicht wieder eine Ultra Rare versteckt ist, wie letztes Mal mit dem dunklen Magier. Und ob wir eine Starlight ziehen. Und was die Karten von 81 Plus sind. Achso, noch cooleren Karten hier mit dabei sind, so als was brandbrand Neues. So, dann schauen wir mal. Gucken wir mal rein. Dimension Force. So. Der erste Booster. Therion Duke Yul. Da haben wir die Therions. Das ist ein sehr cooles neues Thema, mit dem man man beschwört die und dann können die den anderen ausrüsten und dann können sie die Effekte des ausgerüsteten Monsters erhalten. Also, sehr cooles Deck. Ishirokus Hauptbuch. Guck mal, das ist der Luster Dragon und Hanewata und wie der heißt? Haniwa, glaube ich. Schreckensklaue Belone. Oh, das ist auch ein neues Deck. Schreckensklauen Doggo Deck. Da wird sich meine Frau darüber freuen. Schreckensklaue Akro. Drachenfluch der magische Ritterdrache. Oh, quasi umgedreht zu dem, den wir in Rise of the Duelist hatten. Verzehrender Sarko Hagus, amphibischer Buckroth MK11, jetzt kriegen wir mehr von denen, hartnäckiger Verfolger und oberstes Meer, mehr. Ich muss einmal gucken, ich habe gar nicht darauf geachtet, sind hier überhaupt welche mit 80 oder höher? Nee, die sind, der hier, der ist quasi mit dabei hier. Wir brauchen einen Krieger und einen Drache, Monster der Stufe 5 oder höher. Falls du ein Drache-Fusionsmonster Stufe 7 als Fusionsbeschwörung beschwörst, kannst du auch Monster von deinem Friedhof als Material verbannen. Das ist praktisch. Falls diese Karte als Fusionsbeschwörung beschworen wird, du kannst eine Zauberfalle, der oder die Drachenmeister Gaia erwähnt, in deinem Friedhof wählen, füge ihn in der Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von Drachenfluch der magische Ritterdrache nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay. Verwertet nochmal eine deren Karten. Ich habe jetzt nicht so viel damit gespielt. Ich glaube, ich habe es in Master Duel einmal ausprobiert. Im Rahmen von, ich weiß gar nicht, wovon. Hab ich's mal ausprobiert dort drin. Alte Kriegersage, Täuschung und Verrat. Ich glaube, das war eins der Themen, die man gespielt hat? Ich glaube, ja. Schreckensklaue Astra. Generalprobe. Manischer Prügler. Exoschwester Magnifica als Ultra-Rare. Das geht ja direkt gut los. Weiterer Support für Exoschwestern. Ein sehr cooles Deck. Alte Krieger, wilder Dongying, oh ja, Ignition Salt, ich merke es, sie kommen wieder alle. Lichtgesetz Mittel. Symphonischer Krieger, Rox. Sehr cool, ich finde symphonisch sehr cool, dass sie jetzt ein Pendel-Synchro bekommen, ist auch schön. Und dann Krähen-Tengu, auch eine der 94. Falls diese Karte, die gehört, durch einen Karteneffekt eines Gegners zerstört und auf deinen Friedhof gelegt wird, oder falls diese Karte Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen wird. Oh, das ist ein interessanter. Aktivierungsbedingungen. Du kannst ein Monster in Angriffsposition wählen, das dann geht und kontrolliert, zerstöre es. Du kannst diesen Effekt von Krähen, Tengu und Armor Spitz aufwenden. Okay, dann kann man theoretisch mit Mizuki aus dem Friedhof holen, weil das ist ein Zombie. Das ist kein geflügeltes Synchroheuer und dann kann man, zerstören. Die gegnerischen Monster. Das ist cool. Eine Zerstörung. Dann haben wir Schreckensklaue Belone. Heroischer Herausforderer Knöchelschwert. Alte Krieger sage Täuschung und Verrat. Parasomniekissen. Secret Rare, direkt im nächsten Pack. Therion Lily Borea als Secret Rare. Sehr cool. Das ist die Zauber- und Fallenkarten suchen kann. Mit ihrem Effekt. Wow, sehr cool. Yamatako Orochi. Oberstes Meer Mar oder Meer, heroischer Champion Jan Grepe und Lichtgesetz Mittel. Generalprobe, Materiaktor Kreisring,
endlich mehr Karten für Materiaktor. Algul Masera. Heroischer Herausforderer am Morgenstern. Haben wir Patissiel Couverture. Wow, wir kriegen immer mehr Pendel-Kombinationsmonster. Gucken wir uns erstmal den Pendeleffekt an. Falls du keine Karten in deiner anderen Pendelzone hast, du kannst ein offenes Pendelmonster von deinem Extra-Deck in deine Pendelzone legen. Du kannst diesen Effekt von ihr nur einmal auf Spiel zu verwenden. Okay, und als Effekt selbst hat sie braucht zwei Pendelmonster als Fusionsmaterial. Das ist sehr generisch. Das kann man auch mit Superpolymerisation zum Beispiel, könnte man sie fusionieren. Falls diese Karte in deiner Monsterzone zerstört wird, du kannst sie in die Pendelzone legen. Okay, quasi ein Nicht-Effekt-Fusionsmonster. Man kann die sogar mit Instant Fusion holen, aber nicht mit der anderen Fusion, weil sie halt ein Effektmonster ist, sie braucht halt einen Effekt, damit sie sich in die Zone setzen kann. Interessant. Okay. Symphonischer Krieger Rox, Krientengu, Raubpflanze Ambulomelides. Wow. Und Kampfwachen-Kadett. Ja. Die Kampfwachen, die Klassiker aus dem Original-Yu-Gi-Oh!-Anime. Schreckensklaue Astra. Therion, steh auf. Manischer Prügler, Überraschungskette. Künstler, Kumpel Sanfrüde. Okay. Als Super Rare. Moment, die Super Rares legen wir mal so hin. Das sind die mit Nummern 81 oder höher. Und das sind die coolen Karten. Markierte Niederlage: Yamataku Orochi, sonnenbeschienener Wachposten und Oberst auf der C-Seite. Ist das eine Anspielung an die ganzen C-Monster? Oder warum? Nee, what? Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst zwei Kriegermonster Stufe 4 in die Rede mit unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die Verteidigungsposition beschwören. Oh! Das ist ja. Die ist interessant. Wow. Die könnte interessant sein für wirklich für Kriegerdecks. Da kann man richtig schnell in die Solde gehen und so. Man muss halt zwei Monster in der Hand haben. Das muss man irgendwie konstant hinkriegen. Und dann ansonsten. Klingt nicht schlecht. Ist natürlich auch mit Verstärkung für die Armee suchbar. Hat Licht als. Als Eigenschaft ist auch ganz gut. Ichirokus Hauptbuch. Medium des Kriegsfelsens. Schreckensklaue Akro. Materiaktor Kreisring. Dann haben wir Schreckensklaue Reichhardt. Nicht Reichhardt, sondern Reichhardt. Aha. Als Ultra Rare. Okay. Dann haben wir Umkehrdose. Oh ja, es gibt mehr Dosen. Einsatzmannschaft. Oder Ersatzmannschaft. Die gucken wir uns auch mal an. Ziehe Karten in Höhe der Anzahl der Karten, die dein Gegner kontrolliert. Dann lege Karten in Höhe der Anzahl der Karten, die du gezogen hast, von deiner Hand in beliebiger Reihenfolge und das Deck. Während der Endphase, falls ein Gegner mehr Karten kontrolliert als du, solange diese Karte im Friedhof liegt, du kannst diese Karte setzen, aber verwandeln sie, wenn sie das Spiel verlässt. Du kannst nur einen Effekt von der Ersatzmannschaft pro Spielzug verwenden und in jenem Spielzug nur einmal. Die klingt so interessant wie, wie heißt die nochmal? Dieses Urteil, Balance des Urteils, irgendwie Balance of Judgment oder so? So nach ähnlichen Karten, bloß dass man die zweimal verwenden kann und halt seine Hand bisschen, austauschen kann mit den Sachen. Interessant. Eisjade Fluch und Omega Urteil. Wähle eine offene Monsterkarte in deiner Zauber- und Fallenzone und zwei Karten, die der Gegner kontrolliert, zerstören. Wow. Die kann man natürlich theoretisch mit den Therions benutzen, ne? Aber halt auch mit allen möglichen anderen Decks, die halt irgendwie ausrüsten. Ich weiß gar nicht, ist das hier ein Achtheitsmonster, was hier drauf gebildet ist? Oder ist das irgendwie so ein Insekt? Oder ist es ein Therion? Kann man natürlich auch mit sowas wie Aufgegeben benutzen oder so. Interessant, dass wir jetzt quasi so einen Icarus-Angriff für Ausrüstungsdecks kriegen, die Monster ausrüsten. Dann haben wir Heroischer Herausforderer Knöchelschwert, Heroischer Herausforderer Morgenstern, Raubpflanze Bufolicula, Raubpflanze Biblis, Gott. Dann haben wir Chang-Chi, die Spiridao. Auch eine der neueren Karten. Stufe 6, Zombie-Effekt, 2000 Angriffspunkte. Während deiner Main-Phase, du kannst ein Zombie-Monster von deiner Hand oder deinem Friedhof auf den Friedhof legen. Das klingt schon mal gut. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst ein Zombie-Monster in deinem Friedhof verbannen. Beschwöre diese Karte speziell schon mal, überlege sie unter das Deck, wenn sie das Spiel verlässt. Du kannst jeden Effekt von Chang-Chi Spiridao aber pro Spiel zu verwenden. Oh, gut, das Wichtige ist halt, sie ist ein Sechser. Das heißt, man muss sie irgendwie in den Friedhof kriegen, damit man sie von da aus beschwört. Und dann kann man ihren Effekt nochmal benutzen. Und dann kann man quasi beide benutzen und kann man sehr viel beschwören. Okay, hartnäckiger Verfolger. Da haben wir die, wie heißt die nochmal? IP Mascarena. Oberstes Meer, Raubpflanze Ambulomelides. Und
VLAN-Hydra, nicht WLAN, das ist kein W, das ist ein V, VLAN-Hydra. Ein Cybers-Monster, lange Effektex, zwei Monster außer Spielmarken, erhält für jedes mit dieser Karte kreuzgelinkte Monster 300 Angriffspunkte. Du kannst ein Monster mit Link 3 oder niedriger wählen, das mit dieser Karte kreuzgelinkt ist. Bietet das gut an, falls du die Zusbeschwöre VLAN-Spielmarken, Cyberslicht Stufe 1 Angriffspunkte 0, Defense-Punkte 0, in Höhe der Anzahl des als Tribut angebotenen Monsters als der Linkzahl des als Attribut angebotenen Monsters Spezialbeschwörung zusätzlich, also für den Rest des Spielzugs keine Monster mit derselben Linkzahl wie jenes als Ziel gewählte Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst diesen Effekt von VLAN-Hydra nur einmal pro Spielzug verwenden. Interessant. Es muss aber kreuzgelinkt sein, oder? Es muss kreuzgelinkt sein. So was wie mit einem Einhorn oder so, dass man den dann als Tribut anbietet, drei Spielmarken kriegt. Ist auch ein Cybers, vielleicht kann man den ja auch irgendwie in Edignista oder so benutzen. Das klingt interessant. Oder ein allgemeiner Cybers-Dex. Der klingt cool. Da kann man halt mal das Material umwandeln, etwas, was vielleicht einem sinnvoller erscheint für das, was man halt machen möchte. Überraschungskette. Therion Duke Duel. Manischer Prügler. Therion, steh auf. Marine Drachenmech. Auch hier mit dabei, interessant, Stufe 8er Wassermaschine, 2700 Angriffspunkte, 1800 Verteidigungspunkte. Moment, ist er quasi zu dem aus Invasion Vengeance, zu diesem Synchro, die andere Variante quasi, weil das war ja dieser, auch ein Drachenmech. Ein Empfänger und ein Nicht-Empfänger-Monster ist auch Stufe 9, ne? Ist kein 8er, ist 9er, genau. Also das passt ganz gut zu dem, auch die Stats sind, glaube ich, die gleichen. Falls diese Karte Spezialbeschwörung geschwunden, du kannst offene Karten, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Empfänger in deinem Friedhof wählen, annulliere bis zum Ende des Spielzugs ihre Effekte, falls diese als Synchro-beschworene Karte durch einen Kartenweg zerstört und auf Friedhof gelegt wird, du kannst einen Empfänger in deinem Friedhof wählen, füge ihn in deine Hand hinzu. Okay, ich weiß nicht, in Synchro-Decks könnte man sowas machen? Weiß ich nicht, der sieht flexibel einsetzbar aus. Mir fällt bloß gerade nicht so ein, wo ich den nutzen könnte, so aus dem Kopf. Symphonischer Krieger Rox, also wo man den wirklich super stark nutzen kann. Himmlischer Drache. Titanomachia, markierte Niederlage und Ersatzmannschaft. Die hatten wir ja schon. XX Ausschluss. Oh, ist das X-Säbel Support? Ja. Also quasi, also die sind drauf. Therion Schnitterfum, Medium des Kriegsfelsens, spuckend. Moment. Spucken ist mit CK, oder? Das heißt wirklich spukende Zombies. okay. Zombie-Wiedergeburt. Die kommt hier hin. Wow. Wir haben bisher. Das sind die einzigen Super Rares, die. Wow, wir haben ganz viele gezogen von denen da. Sonnenbeschienener Wachposten, amphibischer Buckroth MK11, Omega-Urteil und hartnäckiger Verfolger. Ja, dann steht ja uns noch einiges bevor. Therion Bulle Ain oder Ein, Schreckensklaue Belone, Dogmatikaturgie. Das ist, glaube ich, die Ritual beschwören kann als Fallenkarte. Schreckensklaue Alternative. Dann haben wir buntäugiger Flügeldrache. Synchro buntäugig Pendelmonster. Gucken wir uns das mal den Pendeleffekt an. Einmal pro Spielzug vor der Schadensberechnung fängst du dein Monster gegen ein Monster deines Gegners kämpft. Du kannst dein Monster bis zum Ende des Damage Steps ATK in Höhe des ATK des Monsters, des gegnerischen Monsters heilen lassen. Also aufrichtig quasi. Als 10er Skala. Wie synchronisiert man den denn? Ein Finsternis-Empfänger plus ein Glasflügel-Nicht-Empfänger-Monster. Okay, das ist eher was für Legendary Duelists 8, das Deck, Glasflügel-Deck, Schrägstrich, Geschwindigkeitsreut. Falls diese Karte in der Monsterzone zerstört wird, du kannst diese Karte in deine Pendelzone legen. Das wissen wir. Du kannst nur einen der folgenden Effekte von Buntäugiger Flügeltracht pro Spielzug verwenden und in jenem Spielzug nur einmal. Interessant, dass wir jetzt diese jenem Spielzug Ausführungen haben, statt in diesem Spielzug. Haben sie ein bisschen umgeändert. Du kannst ein Effektmonster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Annulliere bis zum Ende dieses Spielzugs seine Effekte. Ist das dann ein Schnelleffekt? Nee. Während der Battlephase, falls du diese als synchro-beschworene Karte kontrollierst, Schnelleffekt, du kannst alle Monster der Stufe 5 oder höher zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Okay. Interessant. Es ist ein Achter. Ich frage mich, ob man das mit diesem Synchro, mit diesem Glasflügel-Fahrer irgendwie
beschwören kann. Ich glaube, konnte man da nur Stufe 7er oder konnte man noch 8er beschwören? Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich das nicht ganz genau im Kopf. Verzehrender Sarko Hagus, Faulan Hydra, Musik, Sumo Würfelspiele und Raubpflanze Ambulo Melides. Gott, ich glaube, ich werde schon nie fertig. Generalprobe, XX Ausschluss, Raubpflanze Bufolicula. Alte Kriegersage, Täuschung und Verrat. Und dann haben wir Motorenraserei. Wow, das sind ja sehr viele Super Rares, die hier mehr als 81 haben. Falls diese Karte als normale Spezialbeschwörung beschworen wird oder falls ein oder mehr andere Maschinenmonster als normale oder Spezialbeschwörung auf deiner Spielseite beschworen wird, du kannst diesen Effekt aktivieren. Interessant. Warte mal. Bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners erhält jene als normale oder Spezialbeschwörung beschworene Monster-ATK in Höhe der Hälfte ihrer Grund-Dev. Zusätzlich können ihre Kampfpositionen nicht geändert werden. Falls diese als Tributbeschwörung beschworene Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst zwei Maschinenspielmarken, Maschine Erde, Stufe 1, 200 Angriffspunkte, 200 Verteidigungspunkte, Spezialbeschwörung in die Angriffsposition beschwören. Du kannst jeden Effekt von Motorenraserei nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay. Interessantes Maschinenmonster. Wie geht man hier einfach so aufs Feld? Alte Krieger Wilder Donjing, sonnenbeschienener Wachposten, symphonischer Krieger DJJJ, himmlischer Drache Titanomachia. Den letzten Booster auf der rechten Seite. Materiaktor Kreisring, Pendelbereich, spukende Zombies, Parasomiekissen, heroischer Champion Clavesolish, Eisjade Fluch, sonnenbeschienener Wachposten, Kampfwachenkadett und symphonischer Krieger DJJJ. Fette Remix. XX Ausschluss. Das ist ja wie. Wie ist das hier? Räumungsverkauf hier. Ja. Tyrion, steh auf. Vergessen wir es einfach. Heroischer Herausforderer, Knüchelschwert. Parasomiekissen, Tyrion Angriff. Also super. Die kommt hier hin. Yama, Taku, Orochi, Umkehrdose, Ersatzmannschaft und oberste Meer, Mare. Tyrion Schnitterfum, heroischer Herausforderer Morgenstern, Dogmatica Turgi, Al Ghul Masera, Witterungsvorhersage für die Witterungsmalerspieler, symphonischer Krieger Gitarre, mehr Gitarre als die ursprüngliche Gitarre, himmlischer Drache Titanomachia, symphonischer Krieger Rox und Faulan Hydra. Schreckensklaue Astra, Materiaktor Kreisring, Medium des Kriegsfelsens, ups, machen wir die Kamera um, Schreckensklaue Belone und dann haben wir Tyrion König Regulus. Wow, beide zwei Tyrion Secret Rares hier gleich mit dabei. Sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr gut. Dann haben wir Musik-Sumo-Würfelspiele, markierte Niederlage, Raubpflanze Ambulo Melides und Kampfwachen-Kadett. Was mir fehlen noch, sind noch Ultra-Rares. Wir haben schon beide Secrets, aber noch zwei Ultras, die uns fehlen. Spukende Zombies, Schreckensklaue Alternative, Tyrion Duke Yule, Raubpflanze Biblisp, Libromanten Vorbeugung. Hier weitere Libromantenkarten für das Deck. Mal gucken, ob es besser geworden ist, nachdem sie im letzten Set zum ersten Mal erschienen sind. Falls du ein Libromanten-Monster kontrollierst, du kannst offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. In diesem Spielzug kann jenes offene Monster nicht als Material für eine Fusion, Synchro, XYZ oder Linkbeschwörung verwendet werden. Du kannst diesen Effekt von Libromanten-Vorbeugung nur einmal pro Spielzug verwenden, einmal pro Spielzug während der Endphase. Falls du kein Libromant-Ritual-Monster kontrollierst, lege diese Karte auf den Friedhof. Okay, damit kann man quasi eine Beschwörung verhindern, wenn sie irgendwelche Hauptmonster haben oder halt schon. Ja, Früher mit Link-Monster war das natürlich einfacher, wo man halt zum Beispiel ein Nicht-Link-Monster in die Extra-Monster-Zone beschworen hat und das dann halt gesagt hat, kannst du nicht ganz Material verwenden, war das ein Problem, weil dann konnte man nicht weiter beschwören. Ja, für Link-Monster gilt das immer noch, aber für alle anderen, da kann man immer noch weitermachen, also schon ein bisschen schwieriger. Umkehrdose, heroischer Champion Jarn Graper, Lichtgesetzmittel und Raubpflanze Triantis. Parasomiekissen, alte Kriegersage, Täuschung und Verrat, XX Ausschluss, Dogmatica Togi, Marine Drachenmech, der nächste, den kann ich jetzt hier hinlegen, Verzehrender Sarko Hagus, Krähen Tengu, Oberster auf der C-Seite und oberstes Meermare, ganz schön viel Oberst in diesem Pack.
Überraschungskette. Raubpflanze Bufolicula. Therion Bulle 1. Algul Masera. Oh, Skelettdrache Felgrand. Die Zombie-Variante vom Felgrand. Nachdem wir ja auch schon den vom Rotäugigen hatten in dem Structure Deck damals, kriegen wir jetzt vom Felgrand auch eine. Sehr cool. Amphibischer Bokroth MK11, Musik Sumo Würfelspiele, himmlischer Drache Titanomachia und markierte Niederlage. Ich glaube, bei den Commons werden wir, glaube ich, keine weiteren von den brandneuen Karten hier sehen. Da fehlen aber noch einige, das heißt, die sind auch irgendwo in den anderen Raritätenbereichen wahrscheinlich verteilt. Heroischer Herausforderer Knöchelschwert, oder wird nur Pech gehabt? Schreckenklaue Belohn. Pendelbereich, heroischer Herausforderer Morgenstern, Therion Cross. Kann man das nicht Kreuz nennen im Deutschen? Das wäre doch Kreuz, oder? Eisjade Fluch, symphonischer Krieger DJJJ, Kampfwachen Kadett und Umkehrdose. Raubpflanze Biblisp, Therion Duke Yule, Ichi Rokus Hauptbuch, alte Kriegersage Täuschung und Verrat, Chaosai, der Geisterstopper, tatsächlich. Glaube ich, eine andere Variante vom Kaiku, also quasi eine Partnerkarte dazu. Hexer-Effekt, kein Spieler kann die Effekte von Zauberfallkarten im Friedhof aktivieren, tatsächlich. So ähnlich, falls diese Karte vom Spielfeld auf dem Friedhof gelegt wird, du kannst eine Zauberfallkarte im Friedhof deines Gegners wählen, verbanne ihn oder sie. Interessant, das könnte gegen bestimmte Decks eine sehr starke Konterkarte sein, mit 1-9 auch schwierig umzurennen. So ähnlich wie Kaiku. Kaiku ist natürlich gegen so allgemein Verbannungsdecks besser. Der klingt sehr cool. Der könnte in Zukunft eine coole Karte werden, wenn mal das passende Deck gut wird. Alte Krieger Wilder Dawn Ying, Raubpflanze Triantis, verzehrender Sarkohagos und Oberst auf der C-Seite. Schreckensklauen-Alternative. Schreckensklaue Akro, Raubpflanze Bufolicula, Überraschungskette, unsterblicher Drache. Wow. Guckt euch mal das Artwork an. Der sieht echt gut aus. Ersatzmannschaft, himmlischer Drache Titanomachia, Krähentango und sonnenbeschienener Wachposten. Medium des Kriegsfelsens, Therion steh auf, manischer Prügler, Pendelbereich, Yakuza, Herr der acht Donner. Gut, dass es nicht das mit Z ist, das Wort. Worm-Effekt-Monster. Du kannst die Karte Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du ein Monster der Stufe 8 oder des Rangs 8 von deinem Friedhof verbannst. Du kannst ein Ritual, Fusion, Synchro oder Exis-Monster der Stufe 8 oder des Rangs 8 in deinem Friedhof wählen, mische es ins Deck, dann führe den folgenden Effekt aus, abhängig vom Kartentyp des zurückgelegten Monsters. Ritual, Fusion, ziehe eine Karte, Synchro, Exis, diese Karte hält 1000 Angriffspunkte. Du kannst den Effekt von Yakuza, Herr der 8 Donner, nur einmal pro Spielzug verwenden. Das erinnert mich so an Strickschaf und sowas. Okay. Ich weiß nicht, ob man den so in Worms jetzt mächtig findet. Omega Urteil, Symphonischer Krieger Gitarre, Symphonischer Krieger DJJJ und Eisjade Fluch. Ich würde jetzt nicht Gitarre-I-I-I sagen, das hört sich weird an. Parasomnie-Kissen, Dogmatica Turgi, Algul Masera, Therion Bulle 1 und dann haben wir markierte Verbannung. Faulan Hydra, Heroischer Champion Jan Graper, Omega Urteil und Symphonische Krieger Gitarre. Uns fehlt immer noch eine Ultra Rare. Wir haben nur noch ein einziges Pack. Dann hoffen wir, dass da die Ultra drin ist. Ansonsten haben wir etwas unterdurchschnittlich gezogen. Therion Schnitterfuhm. Spukende Zombies. Schreckensklaue Akro. Schreckensklaue Astra. Und dann haben wir Librumantenverbindung als Super Rare. Die können wir uns auch nochmal durchlesen. Diese kann verwendet werden, um ein beliebiges Librumant-Ritualmonster als Ritualbeschwörung zu beschwören. Du musst zusätzlich Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Tribut anbieten, deren gemeinsame Stufe größer oder gleich der Stufe des Ritualmonsters ist, dass du als Ritualbeschwörung beschwörst. Falls du Librumant Fireburst durch diesen Effekt als Ritualbeschwörung beschwörst, indem du Librumant Firestarter auf dem Spielfeld verwendest, kann er durch Karteneffekte weder zerstört noch verbannt werden. Ich nehme an, das sind beides die Ritualmonster, damit sie draufstehen, damit man die suchen kann über die Vorvorbereitung der Riten. Ja, Konami, das habt ihr gut gemacht. Amphibischer Bokroth MKL. Symphonischer Krieger DJJJ, Oberst auf der C-Seite und alte Krieger Wilder Don Ying. Ich würde sagen, wir räumen kurz auf und dann sehen wir zum Recap wieder. Bis gleich. So, bei den Super Rares haben wir einen Drachenfluch, einen Champion, zweimal den Drachenmech, einmal den Unsterblichen, einmal den Shang-Chi, einmal den Yakuza, einmal den Chosai, einmal die Motorenraserei, dann Buntäugiger Flügeldrache, einmal den Sanfrüden, einmal die Kuvertür, einmal die Vorbeugung, einmal das Cross, einmal die Verbannung, einmal die Verbindung, einmal die Wiedergeburt, einmal die Vorhersage und einmal den Angriff. Sehr viele Karten einmal. Und dann bei den Ultra Rares und höher haben wir einmal den Skelett Drachen Felgrand, die Schreckensklaue Reichhörd, die Exo-Schwestern Magnificer, Therion-König Regulus und Therion-Lily Borea bei den Secret Rares. Zwei Therion-Secret Rares, ich glaube, das ist
ganz gut dafür, dass wir halt eine Ultra weniger haben, als man üblicherweise erwartet aus dem Display. Aber hey, man kann auch nicht immer nur Glück haben. Und ja, sag mir, was interessiert euch am meisten in diesem Set? Sind das die neuen Therions? Sind das die Schreckensklauen? Oder sind das eher die Supportkarten, die eher ältere Decks unterstützen? Lasst es mich gerne wissen. Das war's dann hier erstmal von mir. Und vielen Dank nochmal an Konami für das zur Verfügung stellen des Displays. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.